Willkommen zu einer neuen Folge Probably Nothing, den IOTA News der letzten Tage. Ich bin Alexander und wer heute aufpasst und Mathe beherrscht, wird 1 und 1 zusammenzählen können und wir erfahren am Ende, wann Shimmer released wird. Antonio hat auf Twitter Beefrest gefragt, warum genau sie IOTA gewählt haben und die Antwort war eine sehr interessante. IOTA ist eine der wenigen DLTs, die einen Fortschritt vorzeigen können. Für alle da draußen, die immer sagen, dass IOTA nie was macht und seit 2017 stehen geblieben ist, hier ist ein Projekt, das eben genau das Gegenteil behauptet. Ansonsten loben sie die Gebührenfreiheit. Bleiben wir kurz bei Bifrost, diese werden exklusiv 100 NFT-Karten verkaufen, mit denen man besondere Vorteile bekommt. Wer da Interesse hat, sollte dem Account folgen, damit er eine der Karten ergattern kann. Wann oder wie viel es kosten wird, ist noch nicht bekannt. Philanco GmbH veröffentlicht einen Blogpost mit dem Titel New Kids on the Block, wie man Datenintegrität mit Self-Sovereign Identity SSI erreicht. IOTA wird nicht explizit erwähnt, aber Philanco verwendet IOTA. Auch das SSI-Verfahren ist uns durch IOTA auch bekannt. Hier geht es um die Implementation der SSI in der Landwirtschaft und dem allgemeinen Potenzial dieser Technologie. Am 24. August kam ein Paper der IOTA Foundation raus, Robustheit des Tangles 2.0 Konsenses. Zusammengefasst wird hier auf die Sicherheit Wert gelegt um sogenannte Bait-and-Switch-Angriffe. Auch wird die experimentelle Ergebnisse der Geschwindigkeit gezeigt, die eine Bestätigungszeit von einer Sekunde erreichen. Zur Auflockerung der Themen kommen hier die obligatorischen Top 10, wo IOTA wieder gelandet ist. Platz 8 der Community auf CoinMarketCap, Platz 5 der meistgelesenen Artikel, öfters Artikel of the Day, dass ich es nicht mal mehr Screenshot mache. Immer wieder witzig, dass es immer noch Menschen aus ihren Höhlen rauskommen und auf einmal sagen, wo ist die Entwicklung bei IOTA? Oder IOTA wird doch von niemandem wahrgenommen. Man nennt das in der Medizin psychologische Projektion, einfach mal googeln und glücklicher leben, nicht alles ist schlecht. In diesem Zusammenhang vergesst nicht das Projekt hier zu unterstützen, mit einem Daumen nach oben, mit einem Abonnement, damit ihr keine News mehr verpasst und euch in eurem Leben entspannen könnt. Immer schön die Videos zu Ende und in volle Länge gucken, auch gern in Dauerschleife, damit der YouTube-Algorithmus zerstört wird und IOTA von allen gesehen wird. Schaut euch ebenfalls die Super Saiyalums und die IOTA Nerds NFTs an. Die Preise sind ja momentan günstig, um Projekte wie dieses hier zu unterstützen. Damit helft ihr mir sehr. Aber auch Patreon und eine YouTube-Mitgliedschaft stehen offen, genauso wie IOTA-Spenden. Genug gebettelt, DeFi tritt dem Touchpoint-Programm von Assembly bei. DeFi hatten wir schon mal in einer früheren News-Folge. Das Team will DeFi zugänglicher machen und eine Low-Touch-Lösung bieten. Das Investieren soll damit leichter von der Hand gehen. Die Veröffentlichung wird mit dem dritten Quartal 2022 nach einem Seed-Runde gestartet. Ich bin schon gespannt, was man da einfacher machen könnte. Der ganze Artikel ist wie immer unten in der Beschreibung verlinkt. Bleiben wir bei dem Touchpoint-Programm, auch TanglePay ist nun dem Programm beigetreten. Ich dachte mir erstmal, hä? Erst jetzt? Dachte, die waren schon von Anfang an dabei, aber so kann man sich irren. Mittlerweile kennen alle TanglePay, eine Wallet für IOTA, Shimmer und Assembly. Auf ihr kann man auch seine Tokens staken. Neue Einsichten gibt es bei der Benutzung der App. Laut Artikel benutzen TanglePay über 5000 Nutzer. Last but not least zur Assembly, auch der Fans Together sind nun im Touchpoint-Programm dabei. Ein neues Update zum Staking-Event von Assembly gibt es natürlich auch dieses Mal. 336 Millionen Assembly wurden schon an allen Beteiligten ausgeschüttet. Es sind noch 55 Tage Zeit, um seine IOTAs in der Firefly-App oder TanglePay-App zu staken. Hashex, eine Kontrollinstanz, die DeFi-Plattformen kontrolliert, hat nun angefangen, ShimmerSea unter die Lupe zu nehmen. Das sind gute Nachrichten und sollten das Vertrauen und die Sicherheit der Plattform stärken. IOTAB hat auf die Frage von Antonio, was man mit seinen Shimmer-Token machen wird, wenn sie verfügbar sind, geantwortet. Und die Antwort ist einfach richtig geil. Shimmer kaufen oder für IOTA verkaufen oder eben Rendite damit bekommen. Das Team steht also schon in den Startlöchern. Was würdet ihr denn mit euren Shimmer-Token machen, wenn Shimmer startet? Schreibt es in die Kommentare. Die Sommerpause ist bei der IOTA Foundation scheinbar vorbei, denn es gibt wieder Blogbeiträge und in diesem Artikel geht es um das SUSE-Projekt oder SUSE-Projekt. Drei Hindernisse für eine weit verbreitete Einführung intelligenter elektronischer Energiezähler sind Kosten, Datensicherheit und Zuverlässigkeit. Als Teil der Arbeit an skalierbaren Lösungen für eine zuverlässige und sichere Datenübertragung im Sensornetzwerken baut das
SUSE-Projekt, ein kostengünstiges, drahtloses Kommunikationsmodul für Energiezähler als Nachrüstung für den Massenmarkt. Basierend auf einem Low-Power-Wide-Area-Network nutzt das Modul IOTA Streams, um die Vertraulichkeit und Authentizität der Zählerdaten zu gewährleisten und erfüllt damit die strengen deutschen Sicherheitsvorschriften. Die ersten 25 Testeinheiten werden verwendet, um den Proof of Concept des Produkts im Feld zu evaluieren. DIGIT, ein Projekt für Digitalisierung von Bergbau, hat ein einstündiges Video auf YouTube veröffentlicht mit Michel Nati über die nachhaltige Infrastruktur. Tangleswap wird ab September nach und nach alle ihre D-Apps veröffentlichen. Als erstes wird die TokenSwap und Liquidity Pools Seite gezeigt, als zweites folgt dann die NFT und das NFT Staking und die nächsten Veröffentlichung werden die Asteroid Farm Staking Fields und Investment Hub sein. Heute ist schon der 2. September und ich bin schon gespannt, wann es losgeht. Alles verdichtet sich langsam, dass Shimmer wirklich im September gelauncht wird. Das ist das erste Anzeichen. Ihr könnt gerne mitzählen, was noch kommt. Letzte Woche hat Shimmer ein großes Update bei GitHub gemerged und zwar Tipp 32. Go Shimmer Version 095 wurde am 31. August veröffentlicht und am 1. September wurde die Version 096 veröffentlicht. Wer Mathematik beherrscht, wird feststellen, dass es noch 0,04 Versionen bis zu Shimmer dauert. Es sei denn, es wird mit Buchstaben oder weiteren Punktionen angefangen. Auch sieht man an den Releases und den Abständen, dass es nur noch um Bugfixes sind und keine großen Veröffentlichungen mehr gibt. Selbstverständlich heißt das aber auch, dass es morgen schon die Version 1.0 kommen kann. Doch das ist nicht alles. Wir kommen schon mal später auf die Spur. Erstmal geht es hier weiter mit den News. TangleHub verkündet, dass mit PipeData die ersten Daten verschickt und gespeichert wurden. PipeData wurde in der letzten Folge vorgestellt. Was das genau bedeutet und was sich da genau für Möglichkeiten sich ergeben, erschließen sich mir noch nicht. Firefly Mobile App wurde aktualisiert. Diese beinhalten nun auch alle Änderungen von der Desktop-Version 1.6.5, außerdem Staking-Support. Ein weiterer Hinweis für den Shimmer-Release, denn nach Angaben der Entwickler wird die Mobile App vor dem Release fertig sein. Die 8% Shimmer-Inflation wird Stand heute nicht sofort und nicht mit dem Release vollzogen. Das hat Dom in Discord bekannt gegeben. Dieser Schritt wird wie folgt begründet. Man könnte so Shimmer schnell releasen und später den Supply erhöhen. Man muss sich die Entwicklung jetzt nicht schwieriger machen, als es ohnehin schon ist. Die Nachricht wurde von vielen als positiv aufgenommen. Am 1. September wurde noch ein Artikel von der IOTA Foundation veröffentlicht und zwar eine große Bombe. Die Europäische Kommission hat das Gutachten über den Schutz des E-Commerce Ökosystem abgeschlossen. Man ist sich einig, dass das Projekt, das im Juni endete, alle erwarteten Ergebnisse erfolgreich erreicht hat. Die Prüfer sind der Meinung, dass die von der IOTA Foundation mit den Projektpartnern entwickelte Arbeit den Weg für die zukünftige Einführung dezentraler Identifikatoren im Identitätsbereich ebnen wird. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Und jetzt kann man das Puzzle ein bisschen weiterspinnen. IOTA ist nun für die Sicherheit im E-Commerce gut aufgestellt. Dazu kommt noch der Login mit IOTA. Und die letzte Komponente der Dreifaltigkeit ist das Zahlen mit oder eben über IOTA. Das ganze Internet ist gefühlt mit IOTA nun möglich zu realisieren. Dass die EU hier so ein positives Urteil fällt, ist grandios. Timson Labs hat auch ein Update 1.3.0 veröffentlicht. Statistiken der Node, wie das Anzeigen der momentan benutzten Node und ein paar Bugfixes wurden hier eingeführt. Kommen wir nun zu den letzten News für diese Folge. Oben hatten wir ja schon gesehen, dass Shimmer kurz davor ist, released zu werden. Und nun überschlagen sich die Ereignisse. Der Twitter-Account von Shimmer, Firefly und GoHornet drehen durch. Entweder freuen sich alle oder sie haben alle mittlerweile den Verstand verloren. Dom twittert, dass es heute nicht passieren wird, aber sie bereiten alles für den Launch vor. Es wird sogar bald Ethers geben, na wenn das mal nicht in die Hose gehen wird. Doch dann kam die Wendung. Chris Müller fand das bei Discord. Was wäre wenn? Leute, es ist bald soweit. Ich freue mich wahnsinnig, endlich all diese Tokens irgendwann reinzustecken, hin und her zu wechseln. Einfach das machen, was man schon bei anderen Projekten machen kann, nur günstiger und eben besser. Danke für das Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Folge. Macht's gut!